In der Türkei kämpfen mehr als 2000 Einsatzkräfte gegen einen Waldbrand nahe der Küstenstadt Izmir. Bislang mussten 900 Menschen ihre Häuser verlassen. Die Feuerwehr ist mit 5 Löschflugzeugen, Löschhubschraubern, Bulldozern und weiterem schwerem Gerät im Einsatz. Starker Wind erschwert die Arbeiten. Die Türkei kämpft seit Beginn dieses Sommers mit einer Hitzewelle und Waldbränden im ganzen Land.